Moin Moin und willkommen zu Fallout 4. Ja, ich stehe wieder vor ArcJet Systems und bin auch sehr erleichtert. Allein dadurch, dass ich diesen Part jetzt hinter mir habe, den ich ja mehrfach durchspielen musste. Und es jetzt vernünftig weitergehen kann. Offensichtlich hat alles geklappt. Bisher. Also die Dateien sind fertig, aber nicht gerendert. Aber ich hatte keinerlei Abstürze oder ähnliches und deswegen gehe ich davon aus, dass alles wieder hingehauen hat, wie immer. Und würde jetzt gern weitermachen. So, und zwar würde ich jetzt, was ich vorher nicht wollte... Oh. Was heißen denn die Ausrufezeichen? Oh, ihr habt keinen Schutz. Oh, ihr habt so vieles anderes nicht. Und oh, ihr habt auch nichts. Ja, will ich ja eigentlich nicht machen, weil die Ressourcen auch so niedrig sind, aber... Okay, dann Oberland Station. Machen wir doch mal eine Siedlungsrunde. Grey Garden, Oberland Station. Tja. Gucken wir halt mal nach dem Rechten und basteln denen ein bisschen was hin, je nachdem, wie die Ressourcen gerade reichen. Mal gucken. Sonst, also, wenn wir das gemacht haben, geht es auf jeden Fall mit der Hauptquest weiter. Habe ich mich jetzt doch zu entschieden, das mal zu machen. Weil ich da auch hier ein bisschen weiterkommen muss möchte. Man sich von Tag zu Tag hangeln. Ich will nur ein bisschen handeln. Na klar doch. Okay, also du erzählst mir gar nichts. Ich soll das einfach von Haus aus machen. Schutz ist rot. Ihr wollt Schutz. Schutzwachposten. Ihr Schütztürme. Ja, Schaltkreise, Zahnrad, Öl. Ich bringe alle Ressourcen, die ich kriege, nach Sanctuary. Deswegen kommt hier halt nichts an. Lasergeschütztürme. Okay. Raketengeschütztürme. Okay. Womit kommen die Raider denn hier an? Dass ihr sowas braucht. Ja, einen Wachposten könnten wir euch hinbauen. Der gibt euch 2 Schutz. Keine Ahnung, wie viel ihr wollt. Und das Problem ist, ihr seid hier so offen, dass das vollkommen sinnlos ist. So. Setzen wir da mal einen hin. Und, ach, die Moral geht sogar nach unten, steht da. Aha. Setzen wir da mal einen hin. Und gucken jetzt mal. Huch, hallo. Wo seid ihr? Seid ihr im Häusle? Ja, ich habe schon mehrfach gesagt, diese Station einfach aufgeben, die Leute woanders hinstopfen. Können wir ein paar Sachen tauschen? Ach, das wollte ich jetzt gar nicht. Ja, ganz gemütlich, immer mit der Ruhe. Wir haben Zeit. Geht schon. Klar. So, das wollte er nicht. Was war denn das gerade? E. Klar. So. Und Schutz 4. Da. Ja, die Außenposten sind beide, also die Wachposten hier sind beide automatisch zugewiesen. Das finde ich auch lustig. Dass das Ding so in der Luft hängt, finde ich nicht so lustig, aber okay, nehme ich mal hin. Ja, ihr habt jetzt hier euren Schutz und seid zufrieden. Ich muss jemanden darauf ansetzen. Was? Ich muss jemanden darauf ansetzen. Ernsthaft? Scheint wirklich was zu werden. Ja, jedes Mal, wenn ich in Sanctuary bin, mache ich das da auch. Ich sammle die Pflanzen ein, damit die halt zur Verfügung stehen. Aber für Happa muss ich ja noch niemanden zuweisen, ne? Essen 6 ist doch alles da. E? Klar. Muss tatsächlich jemand zugewiesen werden. Essen 1, 2, jetzt gehen die Zahlen wieder hoch. Gut, Moral steigt. Offensichtlich habe ich hier mein Tagewerk vollbracht und werde deswegen jetzt zur nächsten Station gehen. Dorten, Oberland Station, Schutz ist hier eine Arbeit. Reicht 4 Schutz nicht aus? Starlight Drive-In. Starlight Drive-In, das da, ne? Oh, gucken wir auch da mal nach dem Rechten. Obwohl, da hatten wir doch alles gebaut, oder? Ja, oder? Dim, 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 dim.
So. Ich habe da gerade eine Nachricht gekriegt aufs Handy, da muss ich eben nachgucken. Hallo? Der Krawump ist schon wieder am Schimpfen. Deswegen. Mu? Haben wir jetzt hier auch Brahmins? Sieht doch nicht so gut aus, du. Also ihr beiden. Oder 1,5. Ja. Es gibt auch nie so ein örtlicher. Also, unserer Sanctuary, da haben wir ja Preston, aber hier gibt es, glaube ich, keinen richtigen örtlichen Anführer, ne? Der ein Ansprechpartner ist. Du kommst so auf mich zu, aber willst mir einfach bloß blöd angucken. Ich glaube, oder? Wir kennen uns noch nicht. Hier sieht's doch ganz nett aus. Also danke, dass du uns eine Chance gibst. Also sag mir, wenn ich irgendwas Bestimmtes machen soll. Die Stimme kommt mir so bekannt vor. Brauchst du irgendwas? Mehr Betten wären gut. Die Leute müssen sich derzeit beim Schlafen abwechseln. Oh, so viele seid ihr schon. Nein, falsche Taste. Hier hat man, glaube ich, ein gewisses Maß an Ressourcen. Ich weiß es nicht mehr genau. Betten. Struktur, Möbel, Betten. Halt, Betten war ja richtig. So, Betten. Uns fehlt Stoff. Le Stoff. Gucken, gibt es da noch Betten, die... Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd. Ne, Ressourcen war das, glaube ich. Wasser, Essen, sonstiges. Da. Da fehlt uns Keramik für. Nein! 1 Million Badewannen liegen in der Gegend rum. Aber nein, ich muss Keramik für meine Badewanne hier sammeln, um Futterdruck zu machen für dich da hinten. Also das war ein Grunzer der Entrüstung sozusagen und kein Moon oder so. Ich wollte dem Brahmin da keine Angst machen oder ähnliches. Warum räumt man das hier nicht weg? Also mal ehrlich. Ich kann es leider auch nicht aufheben. Wenn ich hier eine Siedlung gründe, das ist doch das Erste, was ich mache. Ich will doch keine Leichen hier rumliegen haben. Also mal ehrlich. Was seid ihr für Leute? Unglaublich. So. Ja. Ärgerlich. Ich will natürlich nicht, dass die Moral hier total in den Keller geht und alle abhauen. Orbeer. Orbeer, wo kriegen wir denn jetzt Stoff her? Also eine Idee habe ich natürlich schon, wo man allgemein was herbekommt. Oh, dazu müssten wir einfach bloß irgendein Gebäude nehmen und plündern. Finde ich blöd, wenn ich jetzt wirklich zu jeder Station einzeln hingehen muss und den Ressourcen bringen muss. Das ist nicht so nice. Hier war man. Nee, hier sind wir nur dran vorbeigekommen, ne? Auf dem Weg zur Corvega. Das da hinten ist Corvega. Und hier sind wir dran entlang geschlichen, daran erinnere ich mich noch. Oh, das hier ist übrigens die Pistole mit verlängertem Lauf und größerem Magazin, die wir irgendwann mal gefunden haben, die ich immer im Inventar gesehen habe. Ich habe die Waffen neu zugewiesen. Ich muss jetzt schon wieder lernen, wo was steht. Hey, Terminal. Den Code kann ich nicht knacken. Oh. Oh. Hier rein, das wäre doch schon mal nett, oder? Habe ich nach der Tür geguckt? Super Duper Mart, yay! Das war auch in Fallout 3 der erste, einer der ersten Anlaufpunkte, wo es auch saftig Loot gab. Vorkriegsgeld. Wenn man das recycelt, gibt es übrigens Stoff. Schlossarmer. Tür öffnen. Ist das eine Bank und ihr habt euch ein Loch hier hinten reingesprengt, um ans Geld zu kommen oder so? Und nochmal Vorkriegsgeld. Okay. Das Stoffproblem scheint gelöst zu sein. Oh, Bär. Ich höre ja nicht damit auf, ne? Wie ein richtiger Bankräuber kann ich auch nicht genug kriegen und muss weitermachen. Achso. Ja, Level Up hebe ich mir immer noch auf. Ist der Handy-Treibstoff. Cotsworth ist gerettet. Ja, was heißt das denn da?
Das sieht ja aus wie ein Zinken sozusagen, der angebracht wurde, um irgendjemandem was mitzuteilen. Hey, hier gibt's was zu holen. Hey, da habe ich eine Sprengfalle gebaut. Hey, da warten 50 Raider auf dich. Gucken wir mal nach. Der letzte Super-Duper-Mart, in dem ich drin war, der war auch von Raidern besetzt. Aber hier ist nur Protektoren. Ja, wilder Ghoul finde ich nicht lustig. Noch einer. Jetzt würde ich schon gern die Kontrolle für den Protektor finden, um ihn auf die Ghule zu hetzen, die hier wahrscheinlich drin sind. Oder die Totenghule sind Zeichen dafür, dass der zwischendurch hervorkommt und einfach alles niedermetzelt, was hier drin sich bewegt. Malpinsel gibt auch Stoff. So, nee. Ich dachte gerade, er wäre vielleicht komplett alles nehmen, aber nö. Einfach mal nö. Okay, irgendwas von Automatik war aber nicht. Gefahr, Gefahr. Gefahr. Aber ihr seht mich doch gar nicht. Ich bin doch versteckt. Ihr könnt mich nicht sehen. Sag ich doch. Vielleicht mal das Licht ausmachen. Das könnte auch helfen, nicht direkt bemerkt zu werden. Ja, ich würde aber gerne den Protektor wirklich aktivieren. Da, 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 da. SO-Tronik. Schimmeliges Essen. Jam, 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 jam. Ja, bei 7 Days to Die würde ich daraus Antibiotika machen. Ich kann nicht kriegen. Ups. Entschuldigung. Ich wollte eine Nachtruhe nicht stören. Nein, wir machen keinen Krach. Okay, ich mache mal Einzelfeuer. Ich bemerke aber, dass das Ding irgendwie eine Automatik hat, dass man direkt gedrückt halten kann. Gucke ich jetzt nochmal nach. Rechtmäßige Herrschaft ist übrigens die Waffe, die uns der Paladin gegeben hat. Hier, Mündungsbremse gehärtet, das Ding haben wir gefunden. Irgendwann mal. Das habe ich schon eine ganze Weile in der Tasche. Nur nie angeschaut. Yucca Cherry. Huch. Mag ich. Gefällt mir. Muss ich einen Super-Duper-Mart schon aufräumen. So. Kartoffelchips. Die sind bestimmt noch gut und ganz lecker. Yam, 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 yam. Da ist er. Ich suchte den, den ich gerade als erstes hier erschossen hatte. Den hatte ich ja nicht gelootet. Ach. Das gibt's aber nicht. Alles fasse ich an. Entdeckt. Also irgendwas ist hier auf jeden Fall noch. Alter, sieht der fies aus. Okay.
Da ist es schon wieder. Da habe ich mich vor zwei oder drei Folgen doch mal drüber gewundert. Das ist doch deutlich größere Schriftart jetzt. Sonst ist das viel kleiner. Jetzt ist das groß. Pilze. Oh. Ich sag's ja, man muss immer ein komisches Wort raussuchen. Safe-Steuerung. Schloss deaktivieren. Hier war ein Safe. Protektoren. Robco-Lizenz, klar, die haben wir. Und sag, ja. Persönlichkeitsmodus auswählen. Standard, keine Ahnung, was Standard jetzt ist. Wahrscheinlich so eine Art Wachmann. U-Bahn-Begleitung, Rechtsvollzug. Feuerwehr, Erste Hilfe, Konstruktion. Ich gehe davon aus, dass er auch uns angreifen wird, wenn wir ihn aktivieren. Ich frage mich, was U-Bahn-Begleitung ist. Ich mache trotzdem Rechtsvollzug. So. Ja, ich weise das Personal an. Aktivierung Protektron zu Diensten. Ah, da ist der Safe. Ja, guck ruhig nach. Vielleicht findest du ja einen Ghoul. Okay, schon wieder entdeckt. Mal kurz da. Von wem oder was wurde ich entdeckt? Konstruktion gewählt, hätte das Ding wieder aufgebaut. Verbessertes Lifestyle, ja. So bauen wir uns nach der Apokalypse wieder auf mit irgendwelchen Lifestyle-Magazinen hier. Die uns erklären, wie die Gesellschaft aussehen sollte. Oh. Hallo. Weitergehen, Bürger. Okay. Entschuldigung. Offensichtlich darf ich hier. Kann ich auch das Licht wieder anmachen und dann, so. Ja, ne, also dann haben wir auch gleich, das wollte ich ja sowieso mit euch mal machen, ne, damit ihr es einmal sehen könnt, haben wir gleich eine Plündertour. Dann plündern wir hier. Bildfehler. Aber auch so Putzmittel, auch ganz wichtig, da kriegen wir irgendwie einen ganz wichtigen Stoff draus, den wir auch benötigen. Die sind doch noch gut. Ja, ist ein Plünderer vorbeigekommen, hat seine Melonen da drin vergessen oder liegen die seit 200 Jahren da rum? Könnten schön kross sein. Geschafft. Oh, Protektor hat nichts gesehen. Protektor, hallo. Hier wird Rechtsvollzug benötigt. Lage normal. Recht auf feindliche Ziel entdeckt. Hui. Hui. Wo kommen die denn jetzt her? Also einen haben wir da drin, glaube ich, aufgescheucht. Rennt auch noch einer. Protektor! Protekte mich! Geben Sie sich zu erkennen, Eindringling. Oh Gott, hinter mir schon wieder was. Legendär, was? Hallo? Nachgehen. Okay. Tatsächlich, das war eine legendäre Gruppe.
Improautomatikpistole des Jägers. Aha. Okay, 10 Schaden ist jetzt wirklich nicht doll. Hast du ein 397er Magazin oder was soll das bedeuten? Wenn ja, dann... nee, 397 Schuss habe ich, glaube ich, dafür dabei. Ich wollte gerade meinen. 50% mehr Schaden gegen Tiere. Okay. Oh, das ist ja fies. Ich weiß, je höher der Schwierigkeitsgrad ist, desto öfter tauchen legendäre Gegner auf. Aber das finde ich ja schon... Oh nein, Log-ID. Moment, nochmal gucken gleich. Aber das finde ich ja schon heftig, wie viele das sind, denen wir hier begegnen. Inzwischen haben wir ja fast jede Folge eine Begegnung mit legendären Gegner. Kann ich dich nicht als Begleiter bekommen? Also, okay, eine schnellere Version von dir. Macht mir das nichts aus, wenn du irgendwie kaputt gehst. Du jaulst ja nicht wie der arme Hund. Oh. Protektor begleitet. Das, ja. Kennt jemand Robbie the Robot? Das ist, ja, eine Science-Fiction-Roboterfigur aus Science-Fiction-Filmen der 50er Jahre. Hier haben wir definitiv einen Abklatsch davon. Einen guten Abklatsch übrigens. Gefällt mir. Verloren im Weltall hieß einer der Filme mit Robbie. Nee, hinsetzen wollte ich mich. Ich wollte nur das Glas. Tee, wir warten erstmal eine Stunde. Okay, also Tee mit Warten gibt es immer noch, aber man muss dazu sitzen. Mhm. So, Tässchen. Hm. Das wär's. Diese Voltec Lunchboxen habe ich jetzt auch mal nachgelesen. Die können zufällig etwas sein, beziehungsweise die enthalten etwas Zufälliges. Da kommt immer ein zufälliger Gegenstand raus und ja. Meistens dann noch so Papier, Lametta und Tröre, aber das kam jetzt gerade nicht. Also das Tröre kam nicht. Dim, 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 dim. So, ich versuche ja eigentlich mit ein bisschen System hier durchzugehen, aber dank der Ghule ist das auch ja ein bisschen... Geschichten eines Dürrfleischverkäufers aus Junktown. Erhalte darauf besser Preise, wenn du bei einem Händler kaufst. Das finde ich auch klasse. Mensch, jetzt muss ich auf die Ständer hier auch noch achten. Achso. Ja, geht nicht. Nein! So. Wie schön. Wie schön. Ich muss sagen, die Pistole gefällt mir unglaublich gut. Ich meine, wir haben bald keine Munition mehr dafür, aber bisher... Die ist ja richtig gut. Minion-Man. Hey. Okay, aber hatte keinen speziellen Gegenstand dabei. Red Axe. Streuend Lasermuskete. Das ist aber eine kurze Lasermuskete, ne? Ich glaube, ich spinne ja wohl. Die klettern durch Fenster? Ehrlich jetzt? Wie geil ist das denn? Boah. Ist das Spiel cool. Ich meine, die waren schon immer geil, die Spiele. Aber das ist ja richtig geil. Hm. Da kommt der einfach durchs Fenster reingeklettert. Ich glaub's ja nicht. Ah, oh, herrlich. Hm. So, haben wir da jetzt alle? Nee. Da, da. Die da haben wir, das weiß ich. Ich muss nur dran denken, die Folge auch wirklich als Plünderfolge zu kennzeichnen. Weil sich das ja wirklich sehr lang hinzieht. Und ich ziehe das hier jetzt auch wirklich in eins durch.
Nur, dass halt auch ein bisschen Action mit bei ist, aber das ist jetzt auch nicht so wild. Nein, ich wollte dich eigentlich... Hey! Unfassbar. So. Und hier nochmal. Da haben wir noch ein paar Dosen Fleisch mit Böhnen. Fleisch mit Bohnen. Oh, Sackkarre. Die können wir doch mitnehmen. Die sieht noch top aus. Die können wir garantiert in der Siedlung gebrauchen. Oh, das gefällt mir jetzt auch schon nicht mehr. Eigentlich auch schon wieder gut. Da unten, der Boden sieht verfärbt aus, ne? So blau, orange, rot, grün und so. Das sieht so aus, als ob das sehr, sehr gut brennen würde. Wo ist eigentlich Procky, unser Protektor? Da hinten. Zieht er einsam seine Bahn durch den Walmart. Ach nee, Super Duper Mart. Er soll eigentlich ganz leise sein. Experte. Nein, Experte. Nein. Ja, wird auch immer häufiger, dass wir auf Tresore treffen, die wir gar nicht öffnen können. Oh. Kommt doch keiner, ne? Jetzt möchte ich auch langsam mal speichern. Fällt mir gerade so ein. Es ist ja schon eine Weile in Gang. Den ganzen Kram möchte ich jetzt nicht umsonst gemacht haben. Hallo, Sally. Oh, Sally muss entlassen werden. Ja, als ob man Sally entlassen hätte, nur damit die Espressomaschine aufgestellt werden kann. Okay. Die Espressomaschine. Kann man die noch anschalten? Macht die dann laute Klickgeräusche? Der Sizilianer. Okay. Mhm. So, Ventilator. Ventilatoren sind auch wichtig. Ist auch irgendein Stoff drin, der ganz wichtig ist. So, ne? Nein, falsche Richtung. Ich habe ja keine Angst. Ich bin nur übervorsichtig. Wo bist du denn ungefähr? In der Richtung ist was. Ich schütze und diene. Ja, aber in der Richtung könntest du schützen und dienen. Ach Mist. Das ist ja schon wieder ein legendärer? Wie oft tauchen die denn jetzt auf? Ah, ich sag's auch, brennt gut. Der hat nicht mal Schaden genommen. Ich weiß nicht, kann er auch noch andere Richtung oder so? Einer hier vorne irgendwie zusammengebrochen? Ich verstehe das nicht. Ja, wenn er wieder so eine ganze Rotte dabei hat, ne? Der Legendäre an sich ist ja schon heftig. Feindliches Ziel entdeckt. Huch. Und Ordnung haben sich durchgesetzt. Doppelläufige Schrotflinte des Junkies. Das wird ja immer besser.
Ja. Also ich weiß, das sind zwar XP, die uns entgehen durchs Töten, aber ich habe hier aber noch meine Befürchtung mit dem mit der Munition. Lage normal. Recht und Ordnung sind wiederhergestellt. Genau. Ich habe immer noch Bedenken wegen unserer Munition. Die reicht ja auch nicht ewig. Und möchte vorsichtig sein. Und da war was. Die Waffe hier finde ich richtig klasse. Habe ich ja schon gesagt. Aber die haut auch ganz gut Munition durch. Ne? Und ich denke, wenn ich hier zwei oder drei Ghoul-Gruppen dieser Art erledigen würde, dann hätte ich garantiert keine Munition mehr. Darum lasse ich das auch gerne mal den Protektor erledigen. Vor allem, weil ich auch davon ausgehe, dass wir eine ganze Menge Heilzeug noch durchhauen würden. Ja. Okay. Jo. Protti. Ich hab Kundschaft. Hinter dir. Hinter dir? Können nun wieder ihren normalen Tätigkeiten nachgehen. Danke, Frau Tekton. Gut, war schön, dass da noch Suppe auf dem Boden war, die man anzünden konnte. Gut, dass das mit der Waffe auch ging. Wieder Ghoul. Achso, die Puppe eines Außerirdischen oder sowas war das, ne? Ich habe nur Außerirdisch gesehen und dann hatte ich auch schon eingesammelt. Der denn jetzt hier? Ich hasse das Spiel. Das ist ja... Okay. Ich wollte nur gucken. Sah ja genauso aus wie der andere, ob es nochmal ein legendärer ist. Okay, das ist der Raum mit der Espressomaschine. Da waren wir schon. Der ist doch auch schon wieder hier durchs Fenster geklettert. Ja. Oh Mann. Ich glaub's nicht. Gut, inzwischen gehe ich davon aus, dass das so getriggert ist. Macht man Tür auf, dann kommt er rein. Oder wenn man einen bestimmten Punkt erreicht, dann kommt die einfach reingeklettert. Also einer dadurch. Ja, aber trotzdem, die ist einfach geil. Finde ich richtig, richtig klasse. Hm. Vor allem so haben sie noch mal einen extra Schockmoment. Ich mag ja Gruselspiele oder Horrorspiele oder Schockspiele und so weiter, mag ich ja eigentlich überhaupt nicht. Nicht mein Ding. Ja, aber wenn das manchmal so hier und ein bisschen, hier und da ein bisschen angesetzt ist im Spiel, finde ich das okay. Und kann auch wirklich gut Stimmung machen. Ja, und immer habe ich das eh zu lang gedrückt. Noch ein Fusionskern. Wir haben inzwischen so viele Fusionskerne. 4 Stück, glaube ich. Ja, drücke ich das eh da manchmal zu lang und dann habe ich den Kadaver in der Hand sozusagen. Ugh. Die Zukunft ist ziemlich ekelhaft. Da muss man sich mal durch den Kopf gehen lassen. Also ekelt man sich hier vor diesen und jenen und würde dieses nicht machen oder jenes nicht machen. Aber in der Zeit da geboren wäre das Normalität. Nee, noch raus wollen wir noch nicht. Die würden sich tatsächlich wundern, wenn wir uns ekeln. So. Ein Löscher? Nein, der Löscher war zu viel. Nein. Vor allem weglaufen ist jetzt auch nicht mehr, wenn noch ein Ghoul auftaucht. Dich hatten wir schon. Ja, kann man sich die Munition für die Pistole mal angucken. Wir haben fast 200 Schuss durchgebracht. 290 plus das, was im Magazin war, hatten wir am Start. Jetzt sind es nur noch 115 Schuss. Hm. Josh! Wer ist ein Josh? Er hat ein Holo-Band dabei. Das können wir uns gleich mal angucken. Hören. Überseekoffer. Präzisionsschwitzen. Imp. Ist wahrscheinlich eine improvisierte Pistole oder so. Teil Metallrüstung, Teil Lederrüstung. Okay. Fusionsschelm.
Hilfsmittel diverses, ne? Bin gestern mit Emma zurückgekommen. Alle sind weg. Sieht aus, als wären sie überstürzt aufgebrochen. Gab wohl auch einen wilden Kampf. Überall Leichen von wilden Ghulen. Emma und ich haben nach irgendeinem Hinweis darauf gesucht, wohin sie gegangen sind. Gefunden haben wir nur Anthony. Muss schlimm gewesen sein. Sonst hätten sie seine Leiche nie dagelassen. Ich habe Emma runter zur Laderampe geschickt. Dort wartet sie auf mich, während ich nach ein paar Dingen schaue. Wir bleiben nicht lang. Möchte nur Anthonys Leiche holen und... Moment. Die wilden Ghule sind wieder da. Verdammte Scheiße! Okay, Emma hat er runtergeschickt zur Rampe. Da könnten wir nochmal hingehen. Also hinschleichen. Ich guck mal, wie viel Gewicht haben wir denn drauf? 535. Wir haben 25 zu viel. Ich weiß, wir haben Level Up liegen. Damit könnte ich jetzt ja ein Dings machen, das den Tragekomfort erhöht. Aber das will ich nicht tun. Ich will die eigentlich aufheben wegen Charisma und lokalen Anführer. Deswegen rühre ich die auch gar nicht an, damit ich nicht zu sehr verlockt bin, doch was anderes zu machen. Wir brauchen jetzt zweimal Charisma noch und zweimal lokalen Anführer. Also 4 Level-Ups müssen wir aufheben, damit das endlich durch ist. Das Ärgerliche dabei ist natürlich, unsere Kampfkraft wird nicht gestärkt dadurch. Aber trotzdem, ich denke mal, besser ist das, wenn wir dann die Siedlung vernünftig am Laufen kriegen. Vor allem stehen uns dann Läden zur Verfügung, die wir aussetzen können und Handelskarawanen, die wir ranholen können. Und dann können wir auch die Sachen, die wir so finden, teilweise verkaufen oder eintauschen gegen Munition und so weiter. Habe ich eigentlich erzählt, dass ich einen Munitionsmod drin habe? Ich habe es vergessen, ne? Weiß ich nicht. Falls ich es nicht erzählt habe, ich habe eine Mod, mit der kann man jetzt Munition an der Laborstation herstellen. Eklav teuer, das ist das Symbol auch übrigens wieder. Eklav teuer, aber... Wilder Ghoul im Kleid mit Ofenhandschuhen. Ist das Emma? Ne, da ist Emma, ne? Fiese Länge. Also, das frisst dann Ressourcen leider auf, die wir auch für die Siedlung brauchen. Und man muss bestimmte Perks erst freischalten, damit man bestimmte Munition herstellen kann. Ja, wenn wir eine Laborstation haben, zeige ich das dann mal. Ich würde mich jetzt gerne erstmal hier um Emma kümmern. Emmas Holoband. Minion-Man Outfit, die Götze Minion-Man. Oho. Es verdichtet sich. Okay. In Concord haben wir die anderen Minions ja getroffen. Dann müssen wir wahrscheinlich die Holobänder zu Preston bringen oder können mit ihm dann wieder interagieren. Ja. Gut, hier gibt es sonst nichts weiter. Zumindest wäre mir nichts aufgefallen. Haben wir geplündert. Terminal. Wenn ich die Türen jetzt aufmache, kommt 200 Ghule reingerannt. Na? Okay, keine 200 Ghule. Ach, das... Ah, das sind die Türchen hier. Aha. Gut. Ich werde an dieser Stelle jetzt erstmal einen Cut machen. Ich habe keinen Plan, wie lange die Folge geht. Ich lasse ja keine Uhr mehr nebenbei laufen. Ich versuche das immer einfach so Pi mal Daumen abzuschätzen und einfach so Minimum eine halbe Stunde hinzukriegen. Ich werde hier gleich mal ein paar Sachen reinstopfen, damit ich wieder laufen kann. Und dann bringe ich die ganzen Sachen nach Sanctuary. Ich werde jetzt trotzdem auf die anderen Siedlungen erstmal verzichten. Und dann setzen wir in Sanctuary wieder ein. Um von da aus dann endlich der Mission, also der Hauptmission zu folgen, Richtung, wie heißt es? Aha, Diamond City, glaube ich. Ja, auf jeden Fall, bis dahin, danke fürs Zuschauen, tschüss.